Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Auswahlorakel. Heute gibt es eine Botschaft zum Januar, welche Chancen sich bieten, welche Aufgabe du vielleicht hier zu erledigen hast. Genau, wir schauen einfach mal, welche Botschaft sich hier mitteilen möchte. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wenn du einen Moment Zeit brauchst, drück gerne die Pause-Taste und schau, mit welchem Stapel du in Resonanz gehst. Die Zeitstempel findest du unter dem Video, genau wie die ganzen Karten, die ich hier benutze. Hallo Stapel Nummer 1. Wenn du dich für den Aprikosen-Achat entschieden hast, fangen wir mit dir an. Okay, was zeigt sich im Januar? Welche Chancen bieten sich dir hier? Welche Herausforderungen, wovon solltest du dich entfernen? Kind, die Ruten, den Bären und die Blume. Den Fuchs, die Meerjungfrau und den Schlüssel. Am unteren Deck das schwarze Einhorn. Okay. Also hier ist irgendwie einmal das Thema Kommunikation sehr wichtig. Es gibt hier irgendwie eine Verbindung oder irgendeine Person. Es kann für den einen oder anderen jetzt auch eine Seelenpartnerschaft sein oder eine Person, zu der man eine sehr starke energetische Verbindung hat. Das muss jetzt nicht alles immer auf Beziehungen, also partnerschaftliche Beziehungen, gedeutet werden. Es kann auch innerhalb von irgendwelchen Freundschaften, im Beruf oder wo auch immer der Fall sein. Auf jeden Fall geht es hier darum, dass die Kommunikation wichtig ist und dass du, glaube ich, etwas falsch siehst. Vielleicht hast du auch so ein bisschen Schwierigkeit mit deinem Selbstwert, machst dich kleiner als du bist, siehst die Dinge nicht so richtig oder siehst die Dinge nicht für das, was sie wirklich sind, verschließt vielleicht vor einigen Sachen auch die Augen. Und hier haben wir auch wieder das Thema Sicherheit. Also irgendwie ist ja dreimal das Thema Sicherheit und Unsicherheit angezeigt. Und ich glaube, es ist wichtig zu erkennen, wo das herkommt. Und mit dem schwarzen Einhorn habe ich schon das Gefühl, dass du wahrscheinlich öfters in Situationen oder in einem Umfeld warst, wo du nie so richtig reingepasst hast. Und deswegen nimmst du das vielleicht als Schwäche auf oder irgendwie eher negativ, anstatt das Ganze mal umzudrehen und zu gucken, was ist denn hier deine Stärke oder warum passt du nicht in bestimmte Verbindungen oder dein Umfeld? Du kannst es ja genauso auch umgekehrt deuten, dass vielleicht mit den Menschen in deinem Umfeld irgendwas nicht stimmt. Also es muss ja nicht immer was mit dir zu tun haben. Und ich glaube, deswegen ist es hier wichtig, mit irgendeiner Person über etwas zu sprechen, etwas zu bereinigen. Weil ich sehe hier auch irgendwie den Neubeginn und irgendwie der Frühling scheint ja auch irgendwie wichtig zu sein. Und da der Fuchs aber aus dem Bild rausschaut, ist es eigentlich positiv. Und ich glaube, du hast Angst, dass irgendjemand, oder du bist zu übervorsichtig. Also dieses Thema Vorsicht ist hier ganz, ganz, ganz extrem bei dir. Und deswegen, vielleicht hast du ganz viele Gedanken, machst dir viele Sorgen, beobachtest bestimmte Situationen und hast dann wahrscheinlich so bestimmte Gedanken, die wahrscheinlich überhaupt gar nichts mit der Realität zu tun haben. Deswegen ist es wichtig, dass du hier lernst, auch darüber zu sprechen und deine Bedenken, deine Sorgen oder was auch immer da hochkommt, dass du das irgendwie ansprichst. Und dass du da nicht irgendwie Angst hast oder du hast Angst, irgendetwas auszusprechen. Du nimmst hier viel oder behältst viel für dich, habe ich das Gefühl. Du verschließt dich extrem. Und dadurch ist es natürlich auch schwieriger für dein Umfeld, dich richtig einzuordnen oder dich richtig zu verstehen. Und genauso gut kann dein Umfeld auch bei dir irgendwie so ein bisschen misstrauisch sein, weil diese Energie natürlich greifbar ist. Auch wenn man über Dinge nicht spricht, ist es ja auf energetischer Ebene schon vorhanden. Und auch wenn man das nicht bewusst wahrnimmt, kommt das unbewusst irgendwie an und die Personen,
können sich ja dann auch von dir distanzieren oder dich irgendwie falsch einordnen, weil einfach Dinge unausgesprochen bleiben, weil du erstens Angst hast, irgendetwas loszuwerden oder Angst hast, dass, ja, es können unterschiedliche Ängste hier sein. Also ich nehme sehr viel, ja, diese Vorsicht. Vor irgendetwas hast du Angst und deswegen hältst du Dinge lieber für dich. Ja, ich schau mal weiter. Schwingung. Ja, genau, das ist das Thema. Also wenn du das nicht loswirst, verbal, dann ist diese Schwingung, diese Energie ja trotzdem da. Und dein Umfeld merkt das auf jeden Fall und kann das genauso gut falsch interpretieren. Und dann, ja, kommt es hier zu Konflikten, die irgendwie unausgesprochen sind. Und das führt immer scheinbar zu irgendwelchen Problemen. Und deswegen ist es hier deine Aufgabe, mal richtig hinzugucken, was du eigentlich zurückhältst und warum du das zurückhältst. Und irgendwie den Mut findest, das Ganze mal anzusprechen, um das für dich zu bereinigen und damit du auch irgendwie aufblühen kannst. Ich nehme ja auch sehr viel irgendwie Halschakra-Energie, weil das da irgendwas blockiert ist, weil du einfach Angst hast, bestimmte Dinge auszusprechen, weil du vielleicht Angst hast, dass die Menschen um dich herum dich nicht richtig verstehen oder dich falsch einschätzen. Aber das tun die ja sowieso, weil die ja deine Energie spüren. Und am Ende werden die dich dadurch viel eher falsch einschätzen, als wenn du genau das sagst, was dir auf dem Herzen liegt oder was dich bedrückt oder was du hier die ganze Zeit zurückhältst. Also deine Chance ist hier mal über deinen Schatten zu springen und genau in dich hineinzufühlen, was dich stört, was dich blockiert, welche Emotionen hochkommen und zu lernen, das offen zu kommunizieren. Also ganz neutral, ohne die ganzen Emotionen, ohne irgendwelche Vorwürfe oder irgendwas, was das Ganze irgendwie negativ beeinflussen könnte. Und da ist für dich, glaube ich, so die größte Befreiung. Hier haben wir wieder das Thema Emotionen und genau das ist es. Also vielleicht bist du so verunsichert oder hast immer Angst vor etwas, was überhaupt nicht real ist. Aber anstatt das anzusprechen, dafür dann diese Klarheit für dich zu bekommen, schluckst du das Ganze runter und sabotierst dich wahrscheinlich selbst, rennst vor bestimmten Situationen davon, weil du Angst hast, dass deine Emotionen dich wieder einholen. Und deswegen bleibst du lieber verschlossen, aber das ist ja kein gesunder Weg, mit seinen Emotionen umzugehen und dadurch wird es ja auch nicht besser. Also es ist, glaube ich, so ein Thema, was dich immer und immer wieder einholen wird, bis du den Punkt erreicht hast, wo du weißt, wie du mit deinen Emotionen umgehst, wie du weißt, wie du das Ganze auch kommunizieren kannst mit deinem Umfeld, um dadurch auch ja, mehr Anerkennung zu bekommen, glaube ich auch. Und nicht mehr Gefahr zu laufen, dass du falsch eingeschätzt wirst. Oder ich glaube, durch deine Verschlossenheit erweckst du auch so eine Unsicherheit in deinem Umfeld. Weil, wie gesagt, die spüren das irgendwie, aber es wird nicht darüber gesprochen und dann macht sich dein Umfeld ja auch Gedanken und dein Umfeld hat ja auch irgendwelche Emotionen und das führt aber am Ende zu nichts Gutem, wenn man nicht einfach mal über bestimmte Dinge spricht. Lerne aus deinen Fehlern und vielleicht ist das auch so deine Angst und deswegen bist du auch so misstrauisch und bist auch so unsicher, weil du wahrscheinlich irgendwelche Erfahrungen gemacht hast, die jetzt dazu führen, dass du blockiert bist und dass du Angst hast, dass sich irgendwas aus der Vergangenheit wiederholt und deswegen, ja, versuchst du, deine Emotionen immer wieder zu unterdrücken und weichst irgendwelchen Gesprächen auch aus. Dann das Schneckentempo, die dunkle Ecke und den Geburtstagszauber. Hier geht es um Immobilien, Umzug, Hausbau. Extreme Geduldskarte, kaum spürbare, sichtbare Veränderungen, Spätzünder, Hotel Mama, ewiger Junggeselle, Faulheit. Und hier kommt die dunkle Ecke, Scham, Reue, Angst, Buße, Bestrafung, Verdrängung, Dunkelheit, Seelenschmerz, sich ungeliebt fühlen, Unbeliebtheit. Und das passt hier wahrscheinlich zu deinen Ängsten, die du hier aus deiner Vergangenheit noch mit dir rumschleppst. Und wenn du diese Angst nicht transformierst und nicht lernst darüber zu sprechen, würde ich das wie gesagt immer wieder einholen. Und deswegen kommst du auch nur langsam voran, weil
du diese Last aus der Vergangenheit immer mit dir rumschleppst, anstatt irgendwie den Frieden damit zu finden und darauf zu vertrauen, dass sich das Ganze auch ändern kann und dass es auch Menschen gibt, die irgendwie anders sind und dass du nicht selbst deine Schwingung hier immer wieder runterziehst, weil du dich immer wieder von den Fehlern aus der Vergangenheit bremsen lässt. Und hier haben wir den Geburtstagszauber, Geschenke, ein schönes Ereignis, Geburtstag als Zeitangabe, Anhaltspunkt, Einladungen, Geselligkeit, Wünsche manifestieren. Ja, und das ist wahrscheinlich so die Blockade. Du hast zwar alles, um dir deine Wünsche zu erfüllen, aber du stehst dir ein bisschen selbst im Weg, weil du dich immer wieder von der Vergangenheit einholen lässt. Und deswegen kommst du in deinem Leben wahrscheinlich auch sehr langsam nur voran. Aber das ist so ein Thema, das du dir angucken solltest. Und ja, wie gesagt, mit deinen Emotionen, deiner Schwingungsfrequenz hängt das auf jeden Fall zusammen. Und ja, und vielleicht vergleichst du dich auch so viel mit anderen und deswegen hast du das Gefühl, in deinem Leben geht nichts vorwärts. Du ja, bist irgendwie so, kommst, ja, oder alle anderen bekommen was, was du dir eigentlich wünschst und du kommst irgendwie nie ans Ziel. Und das demotiviert dich dann, wenn du immer wieder darüber nachdenkst und das Gefühl hast, dass alle anderen alles haben, nur du nicht. Und diese negative Energie verlangsamt den Prozess. Dann haben wir noch die Weisheit. Ja, das passt auch zu der Meerjungfrau, die ja auch intuitiv ist. Und wenn du dir Zeit nimmst und tiefer und dich mit deinen Emotionen auseinandersetzt, dann hast du das ganze Wissen, was du brauchst, um aus deinen Fehlern zu lernen und um einen Weg zu finden, das Ganze zu transformieren. Und hier, das Kind steht ja auch für einen Neuanfang. Wenn du lernst, dich besser mitzuteilen. Geh weiter. Ja, bleib nicht stehen. Verbring nicht so viel Zeit mit Gedanken, was in der Vergangenheit alles schiefgelaufen ist, sondern versuch daraus irgendwie zu lernen und darauf zu vertrauen, dass sich auch nicht alles aus der Vergangenheit immer wieder wiederholt, sondern dass du diese Erfahrung ja auch nutzen kannst, um im Hier und Jetzt bessere Entscheidungen zu treffen. Dann haben wir noch den Flow. Ja, das zeigt mir ja auch, dass eigentlich alles gut ist. Du hast genug Erfahrung gesammelt, du kannst weitergehen, du kannst im Flow sein, wenn du deine Emotionen annimmst und mehr Vertrauen in die Zukunft hast und nicht immer so viel Angst hast, dass irgendwas aus der Vergangenheit sich hier wiederholt. Integrer Machtgebrauch und Inspiration. Ja, und frag dich mal, wo du vielleicht in deinem Leben nicht ganz, wo deine Worte nicht mit deinen Taten übereinstimmen. Wo lebst du etwas, was du eigentlich gar nicht leben willst, weil du Angst hast, das auszusprechen? Und achte darauf, dass immer deine Werte, deine Vorstellung vom Leben auch mit dem übereinstimmen, was du sagst und wie du dich verhältst. Und Inspiration, ja, ich glaube, die Kreativität ist auch sehr wichtig für dich. Einmal hilft es dir auch, deine Schwingung zu erhöhen, wenn du das tust, was dir Freude bringt, was dein Herz höher schlagen lässt, dass du dir da was ja, regelmäßig in deine Routine einbaust. Und das passt ja auch zu dem Geburtstagszauber und zu dem Kind, wo dein inneres Kind auch wieder so ein bisschen Freude hat, wo du einfach mal Spaß hast, wo du einfach was machst, was kein großes Ziel verfolgt, sondern einfach nur deiner Freude dient quasi. Und vielleicht hast du das, hast du da zu wenig und deswegen hast du auch viel zu viel Raum für die Vergangenheit und dass sich immer wieder irgendwelche Emotionen zeigen und dass du damit immer wieder in dieser Spirale stecken bleibst. Und abschließend haben wir noch den Kalzit, Lebensmut und Wachstum. Du stehst dir selbst im Weg, Kalzit lässt dich über deinen Schatten springen, deine Trägheit schwindet und aus neuem Antrieb entwickelst du neue Ideen. Ja, und das passt ja genau zu der freudvollen Muse. Und
Ja, dadurch, dass du deiner Vergangenheit so viel Raum gibst, wie gesagt, sinkt ja deine Energie, deine Schwingungsfrequenz und dadurch bist du weniger hoffnungsvoll, dadurch hast du weniger Lebensfreude und dadurch stehst du dir am Ende des Tages auch selbst im Weg. Und deswegen scheint es für mich so, dass du irgendeinen Weg finden musst, mit deiner Vergangenheit abzuschließen, damit du Raum hast für einen Neubeginn, damit du die alten Türen schließen kannst und was Neues in dein Leben einlädst. Und ja, geh weiter, bleib nicht stehen, bleib nicht in der Vergangenheit hängen, guck, dass du irgendwie einen Weg findest, mit dem, was passiert ist, deinen Frieden zu finden und das ja zu deiner Weisheit zu transformieren, die dir jetzt und in der Zukunft dient, weil nichts, was uns passiert, ist umsonst und nichts, was uns passiert, ja, ist am Ende eine Strafe. Also irgendwie früher oder später, wenn wir zurückblicken, ergibt alles irgendwie einen größeren Sinn. Und ja, versuch, wie gesagt, deine Schwingung hochzuhalten, indem du Dinge in deinen Alltag integrierst, die dir Freude bereiten, die ja, dir Spaß machen, die dein inneres Kind irgendwie auch glücklich machen. Und dadurch kommst du automatisch in eine höhere Frequenz und dadurch wirst du auch sicherer und dadurch sendest du ja auch eine ganz andere Energie aus, mit wo du dann merken wirst, dass du andere Menschen in dein Leben ziehst, wo andere Menschen dich dann auch anders wahrnehmen, als wenn du die ganze Zeit diese Unsicherheit ausstrahlst und man merkt, dass du eigentlich was aussprechen willst, was du aber nicht tust. Und damit verunsicherst du halt auch dein Umfeld. Und das ist einfach so ein gegenseitiges Spiel, so ein Teufelskreis, der hier irgendwie durchbrochen werden möchte. Und ja. Ich denke, hier ist alles gesagt. Ich würde mich, glaube ich, sonst nur wiederholen. Ich hoffe, das konnte dir so ein paar Impulse geben, dich vielleicht ein bisschen motivieren, mit deiner Vergangenheit abzuschließen, dich besser mit deinen Emotionen anzufreunden. Am Ende des Tages wollen die dir nur was mitteilen. Und wenn du das ernst nimmst und danach handelst, kannst du dich auch schneller daraus befreien, als wenn du immer wieder in die Vergangenheit blickst und guckst, was nicht so gut gelaufen ist und wo du noch nicht bist, wo du eigentlich schon sein möchtest und wo alle anderen schon sind. Weil am Ende ist jeder auf seinem eigenen Weg und andere, wo du denkst, die sind schon weiter als du oder haben mehr als du, haben dafür andere Probleme. Von daher bringt dieser Vergleich auch nicht viel. Genau. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Ich danke dir fürs Zusehen. Freue mich wie immer über deinen Kommentar, über deinen Daumen nach oben. Abonniere gerne den Kanal und aktiviere die Glocke. Dann unterstützt du damit meine Arbeit. Darüber würde ich mich sehr freuen und sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Hallo, Stapel Nummer 2. Kommen wir zu dir und gucken wir, was im Januar wichtig für dich ist, welche Chancen sich zeigen, was du hinter dir lassen solltest und was dann wichtig ist. Da haben wir das Buch, den Fuchs, den Hund und die Dame, die Störche, die Schlange und das Schiff. Und am unteren Deck den Bären. Okay, also ich habe das Gefühl, dass du im Januar eine Erkenntnis haben wirst. Oder vermeintlich, aber diesen Gedanken solltest du definitiv hinterfragen, weil irgendwie siehst du da was falsch. Oder vielleicht solltest du, wenn es hier um Verträge geht oder so, auch das Kleingedruckte lesen. Also irgendwie ist es wichtig, im Januar ganz genau hinzugucken. Und wenn wir hier den Fuchs und den Hund haben, ist es so ein einmal die Falschheit und einmal die Treue und Loyalität. Und ich glaube, es ist wichtig zu lernen, also den Unterschied zu lernen bei den Menschen, mit denen du dich umgibst. Und ja, dir auch die Zeit zu nehmen, mal genauer hinzugucken und bevor du Entscheidungen fällst, dass du dir Zeit nimmst, Personen oder Situationen genauer unter die Lupe zu nehmen. Also auch wenn es um Verträge geht, wie gesagt, genau vergleichen und das Kleingedruckte lesen und genau schauen, was für dich dabei rausspringt und was vielleicht auch nicht. Und dass du da ja sehr schlau agierst und nicht zu voreilig. Weil hier wartet schon irgendeine Wende auf dich,
Aber ich habe das Gefühl, du bist nämlich eben hier in diesem Zwiespalt, dass du nicht genau weißt, was hier vielleicht die richtige Entscheidung ist oder welcher Weg rechts oder links jetzt der richtige für dich ist. Und da geht es darum, auch ein bisschen geduldig zu sein und nicht zu schnell zu reagieren. Also ich glaube, es ist wichtig für dich, dich erstmal zurückzunehmen, genau auf deine innere Stimme zu hören und nicht, weil du jetzt schnell irgendwie was verändern möchtest, machst du dich auf den Weg und willst mit dieser übereilten Handlung etwas kontrollieren oder erzwingen, damit sich eine bestimmte Veränderung einstellt. Aber ich glaube, das ist hier so dein Muster, dass du viel zu schnell reagierst und dadurch kommst du immer wieder auf Umwege. Und es ist wichtig für dich, dass du erstmal Situationen, die sich vielleicht auch nicht so gut anfühlen, erstmal auf dich wirken lässt, erstmal dich zurücknimmst und schaust, was diese Situation dir eigentlich sagen möchte. Weil ich nehme hier so ein bisschen die Energie vom Wegrennen wahr. Situation ganz schnell verlassen, weil sich irgendetwas ungut anfühlt. Aber die Frage ist, ist das Gefühl, was du hier hast, wirklich real? Oder kannst du klar sehen, woher nimmst du diese Wahrnehmung? Und wie sehr kannst du darauf vertrauen, dass das auch stimmt? Also ich habe das Gefühl, dass du hier ein bisschen struggles mit klaren Gedanken und ich glaube, für dich ist es wichtig, zu lernen, in der Ruhe zu bleiben, mal nichts zu tun, die Situationen einfach ihren natürlichen Lauf zu lassen, ohne dass du agierst, ohne dass du irgendwie vorschnell bestimmte Dinge initiierst, in der Hoffnung, dass sich etwas schneller ergibt oder dass du dadurch schneller dahin kommst, wo du eigentlich hin willst. Also ich sehe hier so ein bisschen Selbstsabotage, du möchtest etwas schneller haben, aber am Ende zahlst du immer wieder drauf, weil du dann wieder bei Null anfangen musst, weil du hier etwas falsch eingeschätzt hast. Die Gedanken, die du dir hier gemacht hast, entsprechen nicht der Realität. Aber dafür brauchst du mehr Geduld und diese Weisheit, ja, Standfestigkeit ist wichtig für dich. In deiner Stärke zu bleiben, in deiner Kraft zu bleiben, auch wenn du unsicher bist, auch wenn irgendwie, wenn du diesen Drang hast, etwas zu verändern oder etwas zu beschleunigen, dann im Vertrauen zu sein, dich zurückzunehmen und darauf zu warten, dass diese Veränderung nicht aus deiner Aktion heraus manifestiert werden kann, sondern nur dadurch, indem du dich zurücknimmst, indem du vertraust und indem du ja auch andere mal irgendwie so einen Schritt gehen lässt. Ich habe das Gefühl, du tendierst vielleicht dazu, anderen auch vorauszugehen und die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Ich glaube, da ist es wichtig, dieses Yin und Yang so ein bisschen in Einklang zu bringen. Du darfst auch empfangen, du musst nicht immer diejenige oder derjenige sein, der die Dinge vorantreibt. Schau mal, was dein Umfeld macht oder schau mal, wie die Situation, die du hier vielleicht komplett falsch einschätzt, sich am Ende entwickelt, wenn du Vertrauen darin hast und Frieden damit finden kannst, dass du diese Situation nicht kontrollieren kannst, dass du jetzt nicht aktiv hier was verändern musst, sondern dass die Dinge sich so ergeben, wie es für dich richtig ist, wenn du das Vertrauen hast und wenn du die Dinge auch einfach mal loslassen kannst. Kontrolle. Genau, wie ich es gerade sage. Also das nehme ich hier nämlich super stark wahr. In dem Moment, wo du unsicher wirst, hast du das Gefühl, du musst jetzt aktiv werden, du musst die Situation in die Hand nehmen, weil du das, glaube ich, nicht ertragen kannst. Reinigung. Das hat für mich auch viel mit Klarheit zu tun. Das passt ja auch wieder, du siehst die Dinge manchmal nicht für das, was sie wirklich sind. Und dann interpretierst du viel zu viel in die Situation hinein und das gibt dir dann ein komisches Gefühl und dann möchtest du das Ganze kontrollieren, dann versuchst du eine Veränderung zu finden, du versuchst etwas zu, ja, irgendetwas zu tun, damit die Situation sich in die Richtung bewegt, wie du das gerne hättest, aber damit kommst du immer wieder auf Umwege und das ist dir, glaube ich, nicht ganz so klar. Halte Maß, tritt deine Macht nicht ab. Ja, und irgendwo übertreibst du es und es passt auch zu dem
Yin und Yang, was ich eben gesagt habe. Entweder machst du zu viel oder du machst zu wenig. Aber ich habe das Gefühl, dass du oft gerade in Situationen, die deine Unsicherheit triggern, dass du dann dazu tendierst, dass du viel zu viel machst. Und das ist wichtig, hier irgendwie loszulassen. Und ja, die Energie passt doch zu den Bären, tritt deine Macht nicht ab. Du ja, vielleicht hast du auch so einen Drang, dich nach außen hin zu beweisen oder irgendwie. Ich nehme gerade so eine komische Energie wahr. Ich glaube, du hast so einen Zwiespalt. Diese innere Kraft, die du eigentlich hast und diese Macht, wird schnell aus dem Gleichgewicht gebracht von Situationen, die dir irgendwie komisch erscheinen. Und das triggert dich extrem. Und das, ja, und dadurch, wie gesagt, versuchst du diese Kontrolle in die Hand zu nehmen und die Situation irgendwie zu deinem Besten zu manipulieren. Aber am Ende, ja, ist das ein Umweg? Ist das, tust du dir selber keinen Gefallen damit? Dann wäre die einsame Meerjungfrau, das Portal des Schicksals und Großmutter Weide. Sich unverstanden fühlen, Ausgrenzung, Einsamkeit, das schwarze Schaf sein, polarisieren und Selbstzweifel. Ja, das passt zu dieser Kombination. Schicksalhafte Entscheidung, entweder oder, es gibt kein Zurück, Portaltage und Rückführung. Das passt zum Bären. Und Lebensweisheit, Erfahrung, Klugheit, ein Mentor, Eltern, Großeltern, gesunder Menschenverstand, gute Ratschläge. Ja. Vielleicht kommt öfters dieses Gefühl in dir auf, was dann hier diese Unsicherheit triggert. Und ja, du hast wahrscheinlich schon, und vielleicht ist das auch so ein Thema, was du aus deiner Vergangenheit mitnimmst oder aber auch von deiner Familie mit aufgenommen hast. Also dieses, wie du aufgewachsen bist, wie du erzogen wurdest. Aber diese Kombination sagt mir, eigentlich hast du diesen Menschenverstand. Aber du lässt dich zu schnell triggern, dass du diesen klaren, dass dieser klare Verstand hier irgendwie ausgesetzt ist. Und dann kommst du in diesen Kontrollmodus und dadurch sabotierst du dich selbst. Also versuche das Verhalten vielleicht irgendwie mal genauer zu beobachten, in welchen Momenten du hier getriggert wirst, in welchen Momenten du hier diese Selbstzweifel hast und, oder dich unverstanden fühlst. Weil wenn du dann nämlich hier diese Situation selbst sabotierst, dann gibt es kein Zurück mehr. Und dann kommst du immer wieder auf diese Umwege und versuchst diese Erfahrung, die du jetzt gesammelt hast, zu transformieren. Und vielleicht, das passt ja auch zu dem Bären, der ja auch für einen Coach steht oder einen Mentor, dass du hier dich vielleicht jemandem anvertraust, der dich hier ein bisschen unterstützen kann und dir hilft, hier diese unklaren Gedanken, diese negativen Gedanken besser einzuordnen, damit du das, ja, damit du dich davon nicht irgendwie immer so verleiten lässt, falsche Entscheidungen zu treffen, die dich am Ende ja immer in die falsche Richtung lenken und du immer wieder auf diese Umwege gerätst. Hier haben wir wieder das Thema weibliche und männliche Energie, wo ich eben schon gesagt habe, irgendwie ist da so dein Ungleichgewicht. Ich glaube, du kannst es auch nicht so gut aushalten, nichts zu tun oder darauf zu warten, dass sich die Dinge von alleine lösen. Du hast immer das Gefühl, du musst das jetzt in die Hand nehmen, du musst jetzt vorwärts gehen, du musst jetzt irgendwie dafür sorgen, dass du hier wieder in die Balance kommst. Aber es ist auch so ein Zeichen von fehlendem Vertrauen. Hier haben wir den Erfolg und die Community. In der Kombination. Ja, es ist jetzt auch wieder eine schöne Bestätigung, dass es ja diese Menschen gibt, die dich auch verstehen. Und ja, ich nehme hier auch wieder so eine sehr extreme männliche Energie wahr. Und das ist hier sehr, die Schmetterlinge sind für mich eher so weich, weiblich, zerbrechlich und hier mit dem Panther.
Es ist irgendwie auch so eine gegensätzliche Energie und vielleicht ist das ja auch so ein Thema, dass du viele Menschen verschreckst. Was ich ja eben schon wahrgenommen habe mit dem, dass Menschen irgendwie auch dazu tendieren, dich irgendwie falsch einzuschätzen, weil du hier irgendwie auch wie so ein verschlossenes Buch bist. Und da geht es wahrscheinlich auch darum, dich mehr zu öffnen. Und dann kann dein Umfeld dich auch ganz anders wahrnehmen. Entscheidungen und deren Konsequenzen. Balanceakt. Und das ist eigentlich dasselbe. Entscheidungen und deren Konsequenzen. Eben, wenn du die Kontrolle in die Hand nimmst, wenn du die Dinge beschleunigen möchtest, dann gibt es hier keinen Weg zurück mehr. Und das ist dieser Balanceakt. Wann sollst du handeln? Wann sollst du nicht handeln? Und das ist hier so ein ganz großes Thema für dich. Also habe ich, glaube ich, alles schon zu gesagt. Dann haben wir noch den Chalcedon, lebendiger Ausdruck. Chalcedon stärkt deinen Selbstausdruck und deine Kommunikation. Du nimmst Gesagtes nicht mehr persönlich und wirst gelassener. Der Stein gibt dir eine sanfte Ausstrahlung. Okay, passender kann es nicht sein und genau das ist ja dein Thema. Also wenn du, und vielleicht bist du dann einfach zu unnahbar für andere Menschen. Du bist zu kalt, die Menschen haben irgendwie Angst vor dir, du wirkst zu stark, zu. Aber das ist deine Schutzmauer irgendwie, weil eigentlich fühlst du dich ja so. Aber wenn du einer Situation nicht traust, schwankst du in diese Energie um, weil du die Situation kontrollieren möchtest. Aber dadurch verlierst du auch deinen lebendigen Ausdruck. Also ganz klares Thema, diese männliche und weibliche Energie ist bei dir nicht so ganz im Einklang. Und in bestimmten Situationen versuchst du die Situation zu kontrollieren und dann verstärkt sich diese Energie und dadurch, wie gesagt, sabotierst du deinen Fortschritt meistens selbst. Und hier muss dringend irgendwie die Balance reinkommen. Und wie gesagt, wenn du da das Gefühl hast, du brauchst da Unterstützung, macht es wahrscheinlich auch irgendwie Sinn. Da kannst du mal reinfühlen, ob das für dich was ist. Und ja, ich würde es jetzt einfach mal so stehen lassen. Ich glaube, es ist alles dazu gesagt und hoffe, du konntest was damit anfangen, dass dir jetzt vielleicht ein paar neue Perspektiven aufgezeigt hat. Vielleicht dir auch hilft, zu erkennen, wie dein Umfeld dich wahrnimmt und zu schauen, welche Situationen dich hier immer wieder triggern, dass du dadurch immer wieder deinen lebendigen Ausdruck verlierst, weil du irgendwie in die Unsicherheit schwappst. Genau, dann sage ich danke fürs Zusehen. Hinterlass mir gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben. Abonniere den Kanal, falls du es noch nicht gemacht hast, und aktiviere die Glocke. Dann bekommst du immer eine Info, wenn ich ein neues Video hochlade und du unterstützt damit meine Arbeit hier auf YouTube. Das würde mir natürlich sehr helfen und dann sage ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Hallo, Gruppe Nummer 3. Schauen wir, was für dich im Januar wichtig ist, welche Chancen sich zeigen, was du lernen kannst, was du hinter dir lassen kannst. Da haben wir das Herz, das Haus, den Park und die Wolken, die Orcas, den Traumfänger, die Dame. Und am unteren Deck das Kind. Also hier liegt schon mal sehr viel. Also das Thema, was hier sehr stark rauskommt, ist so dein Umfeld, die Familie, die Menschen, mit denen du deine Zeit verbringst. Also alles so Verbindungen auf Herzensebenen. Und die Unklarheit ist hier aber auch ein Thema. Also vielleicht fühlst du dich nicht am richtigen Ort? Vielleicht hinterfragst du viele Verbindungen, die du hast. Und mit den Orcas passt das auch nochmal zusammen. Ich glaube, du wirst sehr viel Input bekommen, deine aktuellen Beziehungen zu reflektieren und zu überlegen, was du dir wirklich wünschst. Und der neue Beginn in vielen Beziehungen wird hier schon angezeigt, also auf allen Ebenen quasi. Und ja, mit der Dame hier unten habe ich das Gefühl, du musst gar nicht so viel tun.
Ich glaube, du hast genaue Vorstellungen von dem, was du dir wünschst, was du eigentlich möchtest. Und so ein bisschen kommen hier noch die Emotionen hoch, wo du dir bestimmte, oder vielleicht passieren auch bestimmte Dinge sehr überraschend. Aber das ist auch wichtig, im Vertrauen zu bleiben und die Ruhe zu bewahren und hier an, ja, deinen Fokus darauf zu richten, wie du dir dein Leben vorstellst, wie du leben willst, wo du leben willst. Und ich habe das Gefühl, hier wird Klarheit reinkommen und das wird so ein großes Thema für dich sein. Und dadurch wirst du die Möglichkeit haben, Wege zu finden, wie du das Ganze in dein Leben ziehen kannst, weil der Neubeginn hier ja im Ganzen darauf bezogen ist. Hier haben wir das Thema Grenzen und die Meditation. Also ich glaube, für dich ist es wichtig, dich immer wieder daran zu erinnern, was du eigentlich willst. Meditation bringt dir auch sehr viel Klarheit. Hier haben wir ja auch die Wolken. Irgendwie hast du in einem bestimmten Bereich gar keine Klarheit und weißt vielleicht nicht, was du so genau willst. Oder durch bestimmte Situationen kommt immer wieder Unklarheit rein. Und das Thema Grenzen setzen ist für dich auch wichtig. Gerade, ich beziehe das jetzt mal auf die Orcas, wenn in deinem Umfeld irgendetwas überraschend passiert, wo du vielleicht das Gefühl hast, du bist dafür verantwortlich oder du musst da jetzt irgendwie irgendetwas tun. Es ist aber nur deine Aufgabe, bei dir zu bleiben und dich auch nicht von den Emotionen anderer irgendwie einnehmen zu lassen, sondern ganz bei dir zu bleiben, deinem Weg treu zu bleiben und dich auch hier abzugrenzen, dass du nicht irgendwie, ja, oder dass du dir erlaubst, auch gegen den Strom zu schwimmen, auch wenn alle den Weg gehen. Und du hast das Gefühl, du musst da irgendwie mitziehen. Es ist wichtig, dass du hier deine Grenzen ziehst und dir treu bleibst und deinen eigenen Weg gehst, auch wenn er vielleicht ein Stück weit einsam sein wird. Aber letztendlich wird sich das lohnen, weil du wahrscheinlich andere Visionen oder andere Vorstellungen von deinem Leben hast als zum größten Teil dein Umfeld. Dann haben wir hier den Mut. Ja, und wenn man hier so bestimmte Vorstellungen hat, braucht es natürlich auch Mut, wenn man irgendwie aneckt, wenn man irgendwie nicht ganz ins Bild passt, wenn man hier mal so ein Stück weit alleine unterwegs ist. Ja, es ist aber wichtig, dass du dir selbst treu bleibst und da den Mut hast, deinen Weg zu gehen. Jeder Mensch ist gleich wertvoll und das zeigt mir auch nochmal, dass du hier irgendwie in einem Umfeld bist, wo es einfach zu viele Unterschiede gibt, wo du das Gefühl hast, wo du nicht ganz reinpasst, wo du das Gefühl hast, irgendwas ist ja unklar, irgendwas ist nicht stimmig und ja, wie gesagt, ganz, ganz wichtig, dass du dir selbst treu bleibst. Dann haben wir noch den Sommerzauber, das Glasgefängnis, Madame Plaisir und den Frühlingszauber. Interessant. Ja, Lebensfreude, Leichtigkeit, Gemeinschaftssinn, Aktivitäten, Zweisamkeit. Neue Bekanntschaften, Gewässer, gesunde Ernährung und Urlaubszeit. Okay, und das spricht dir auch wieder dafür, für dein Umfeld, die Leute, die zu dir passen. Das Glasgefängnis sagt, Befangenheit, unter Beobachtung stehen, sich schutzlos alleine fühlen, im Glashaus sitzen, Kindheitstraumata, Einschränkungen. Okay, wow. Und genau das habe ich ja eben schon wahrgenommen, wo es darum geht, dass du nicht ganz irgendwie irgendwo reinpasst. Das kann in deiner Familie sein, in dem Umfeld, wo du bist. Und deswegen hast du das Gefühl, du wirst immer beobachtet, deswegen bist du auch so ein bisschen oder fehlt dir der Mut, weil jeder Schritt irgendwie bewertet wird oder ja, du dich irgendwie alleine fühlst. Aber Madame Plaisir sagt auch, mit sich im Einklang sein, Zufriedenheit, Genuss ohne Reue, positives Körpergefühl, Lebensfreude, Yoga, Meditation nochmal. Und ja, ich glaube, es geht dir ganz stark darum, mit dir im Einklang zu sein. Okay damit zu sein, dass du einfach irgendwie einen anderen Weg vor dir hast, dass du andere Wünsche hast als dein Umfeld, als deine Familie, da wo du herkommst und jetzt diesen Weg gehst. Und der Frühlingszauber sagt auch Jungbrunnen, Jugendlichkeit, Erblühen, Erwachen, Verliebtheit, Leichtigkeit. März bis Mai. Ja, ich glaube, Frühling und Sommer ist wahrscheinlich ganz, oder es ist auch diese Energie und das passt ja auch zu dem Kind. Es ist wichtig, dass du diese Energie für dich findest, dass du,
ja, Orte und Menschen findest, die dir dieses Gefühl geben, diese Leichtigkeit, dieser Gemeinschaftssinn, diese Zweisamkeit, wo du einfach voll und ganz du selbst sein kannst und wo du dich einfach leicht und gut fühlst. Weil das ist immer das beste Zeichen, dass du da bist, wo du hingehörst. Wenn du das Gefühl hast, es ist unklar, du fühlst dich nicht irgendwie frei, du fühlst dich hier wie im Glasgefängnis, dann ist es ein Zeichen, dass du falsch da bist, wo du bist. Oder dass du gerade auf dem falschen Weg bist. Und vielleicht hast du dann Angst, hier den Absprung zu finden und dich hier auf deinem Weg zu machen. Aber am Ende wird dich dieser Weg hier dahin führen, dass du hier in der Fülle lebst, dass du hier diese Leichtigkeit lebst. Und so ein Neubeginn ist halt immer auch irgendwie ein Risiko, weil man nicht genau weiß, was passiert oder was befindet sich hier am Ende des Weges. Aber am Ende ist der Das, wo du gerade bist, macht dich ja nicht zufrieden. Du bist in der Unklarheit, du bist irgendwie, hast das Gefühl, dass du nicht ganz reinpasst, du hast das Gefühl, dass du immer gegen den Strom schwimmst und das ist ja nicht irgendwie unterstützend und das blockiert dich. Und deswegen die Wünsche, die du hast und vielleicht bekommst du auch bestimmte Zeichen, die dir immer wieder sagen, dass du hier falsch bist oder dass du das und das machen sollst. Aber dann kommt dein Kopf wieder, dann bist du verwirrt und dann fehlt dir der Mut und bleibst du doch in dieser Situation stecken. Aber das Ganze wird sich so oft wiederholen, bis du hier den Mut findest und dich hier auf deinen eigenen Weg machst. Assessing, ja, hier geht es auch wieder darum, mal so dir die Situation genau anzugucken. Welche Menschen geben dir das Gefühl, dass du nicht dazugehörst? Welche Menschen geben dir das Gefühl, dass du so wie du bist, richtig bist, dass du so, ja, dass du mehr Leichtigkeit hast? Dass du, ja, die Zeit mit den Menschen auch gerne verbringst oder welche Menschen sind in deinem Leben, wo du denkst, am Ende, wo du dich freust, wo du dann wieder zu Hause bist und erstmal auftanken kannst, weil diese Person dir vielleicht viel zu viel Energie geraubt hat. Also das sind so Sachen, die du mal ganz ernsthaft abschätzen musst, um hier auch ganz klare Entscheidungen für dich zu treffen und dir nicht selbst im Weg zu stehen. Hier haben wir nochmal den Neubeginn. Und nochmal den Mut. Sehr, sehr stimmig, wie die Karten hier wieder zusammen sprechen. Also, ich habe das Gefühl, die Karten schreien dich quasi an, dass etwas anderes auf dich wartet, dass du jetzt mutig sein sollst. Also, was hält dich gerade noch ab oder welche Gedanken hast du, die dich immer wieder in diese Situation bringen? Und also ich nehme ja super viel starke und positive Energie war, aber diese Unklarheit, die du hast, blockiert dich total. Und deswegen, wir haben auch zweimal die Meditation und hier mal genauer, sich diese Situation mal genauer anzugucken, von einem ganz anderen Standpunkt aus, von einer ganz anderen Perspektive, mal so ein bisschen rauszuzoomen und zu gucken, wo bist du gerade und warum bist du gerade nicht so zufrieden und warum bist du gerade verwirrt und was wünschst du dir eigentlich? Und was sagen die Zeichen dir schon die ganze Zeit? Ich meine, so wie Menschen dich behandeln, wie Menschen mit dir reden, ist dir immer ein ganz, ganz klares Zeichen, wo du stehst. Und wenn das nicht zu deiner Zufriedenheit ist, dann darfst du hier ganz klare Grenzen ziehen, weil du hast es ja verdient, das Leben zu leben, das du dir wünschst. Und du musst dich ja nicht anderen Menschen irgendwie anpassen. Und das ist hier irgendwie super wichtig für dich zu erkennen. Also du hältst dich ja selbst in diesem Glasgefängnis. Und ich nehme ja auch ganz klar irgendwelche Kindheitsthemen wahr, die vielleicht noch irgendwie so in dir stecken, wodurch du wenig Mut hast, dich da so ein bisschen, ja, dich frei zu machen, deinen eigenen Weg zu gehen. Ja, und hier haben wir nochmal die Perspektive. Also du brauchst eine neue Perspektive, damit du den Mut findest, für dich einzustehen und deinen eigenen individuellen Weg zu gehen. Verlorener Kompass, zur Ganzheit zurückzufinden. Liebgewonnen, radikale Akzeptanz. Ja, es gibt mir auch wieder so das Gefühl, so ein bisschen lost zu sein. Aber dieses Gefühl hast du ja nur, weil du gerade am falschen Ort bist oder mit den falschen Menschen unterwegs bist. Und deswegen, das sind ja auch diese Zeichen, dieses Gefühl hast du nicht umsonst. Es ist wichtig, dass du diese Klarheit bekommst und dass du hier neue Wege für dich wählst.
Und radikale Akzeptanz, vielleicht, ja, für den einen oder anderen hängt das auch mit der Liebe zusammen. Liebgewonnen, vielleicht ist das so eine Vertrautheit, aber insgeheim weiß man, dass es irgendwie nicht passt. Und da muss man auch irgendwie ehrlich zu sich selbst sein. Und vielleicht hat man da auch keinen Mut, das sich einzugestehen. Aber irgendwie musst du dir in irgendeiner Angelegenheit Klarheit verschaffen. Und wir haben jetzt zweimal das Herz. Also ich glaube, für viele geht es schon auch um die Liebe, Partnerschaft, sich zu entscheiden, mit wem möchte man langfristig sich etwas zusammen aufbauen, wo ist das Potenzial gegeben, dieses Fundament aufzubauen und auch um sich so zu fühlen in der Leichtigkeit, wo man die Zweisamkeit gerne teilt. Und ja. Und zuletzt ziehe ich noch den Turmalin, Schutz und Entspannung. Deine eigenen negativen Gedanken kreisen unaufhörlich. Schwarzer Turmalin schützt dich davor, er entspannt Körper, Geist und Seele. Und das passt ja hier zu deinem Gedankenkarussell, die Wolken, diese Unklarheit. Und deswegen ist ja auch zweimal die Meditation angezeigt und mehrfach die neue Perspektive. Weil ich glaube, du schätzt Situationen auch oft falsch ein. Und in irgendeiner Angelegenheit fehlt dir auch der Mut, voll und ganz für dich einzustehen und die Grenzen zu setzen, damit du hier auf diesen neuen Weg kommst. Ich habe das Gefühl, hier könnte ich noch was ziehen, aber ich glaube, ich lasse das jetzt mal einfach so stehen. Ich denke, für den, wo es hier irgendwie in Resonanz geht, wird die Botschaft schon deutlich sein. Also Grenzen setzen, Klarheit gewinnen und für sich selbst einstehen und nicht irgendwie versuchen, irgendwo reinzupassen, wo man offensichtlich nicht reinpasst. Und ja, keine Angst zu haben, mal eine Weile gegen den Strom zu schwimmen, weil nur dann kommst du, glaube ich, dorthin, wo du eigentlich hin möchtest. Und immer mal wieder die Perspektive zu wechseln, weil du, glaube ich, auch oft in deinem Gedankenkarussell stecken bleibst und dann die Realität nicht mehr richtig einordnen kannst. Und deswegen versuch immer mal wieder eine andere Perspektive einzunehmen. Okay, gut. Ich hoffe, es hat dir irgendwie was gebracht. Du konntest was damit anfangen. Und ich freue mich wie immer über deinen Kommentar, über deinen Daumen nach oben. Und sag Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.